Wobei, sie sollte auch ein anderes Schwert benutzen, oder? Nee, halt, wo ist das gute Schwert für Sprache? Erevens Breitschwert. Ah, hier ist die Klinge. Seltsam. Weil eigentlich sollten die ganzen Buffs jetzt nicht mehr aktiv sein. Wir sind ja nicht mehr in der Nähe von Osthafen. So, falls wir irgendwen finden, der diese Pelze kaufen möchte. Sag, was du von mir willst. Wie kann ich? Einverstanden. Wie kann ich? Natürlich. Machen wir es einfach. Den Stab der Blitze, den würde ich gern verkaufen. Das restliche Zeug würde ich gern einlagern. So. Ja, sehr gerne. Ja, von mir aus auch den. Was für trägst du eigentlich? Stab der Hand. Ah ja. Den können wir auch wegpacken erstmal. Gut. Ich werde tun, überhaupt kein Problem. Dein Bild weiter. So. Das heißt, wir haben unser ganzes Hab und Gut mal hier oben in einem Zimmer, das wir einfach so mal Dauer gemietet haben. Hülle, Hülle, Hülle. Untergebracht. In Ordnung. Weil wie gesagt, Sachen in Containern, die spawnen nicht und die bleiben auch dort. So, die beiden verkaufen wir noch und dann war's das. Ja, vorwärts. Sag was Ja, ich einverstanden. weiß, dass ich meine Gruppe erst was Einverstanden. sammeln muss. Gut, dann reden wir jetzt noch hier oben mit dem letzten Fallensteller, dem letzten Lebendigen. Mal gucken, was der uns noch zu sagen hat. Dieser Mistkerl, jetzt ist Dolan tot. Dieser Einfaltspinsel ist gestern Nacht mit uns runter zum See und da hat ihn ein Wolf alle gemacht. Was für ein Mistkerl, was ist dann passiert? Wir sitzen da und kümmern uns um unseren eigenen Kram. Da kommt plötzlich ein Wolf aus dem Wald und rennt genau auf uns zu. Und mein Bruder, der Holzkopf, hat überhaupt nicht mitgekriegt, was los ist. Wollte ihn streicheln, der Trottel. Er springt Dolan an und fängt an, sein Gesicht zu zerbeißen. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Aber dann war Dolan auch schon tot und das Biss geht auf mich los. Also schnappte ich mir meinen Dolch und versuchte, das verdammte Biss abzustechen. Aber meine Klinge ist einfach an ihm abgesprungen. Ich sage euch, das Vieh war nicht normal. Ich kann vor Glück sagen, dass ich mit heiler Haut davongekommen bin. Ihr glaubt, dass es war ein verzauberter Wolf? Ich glaube, Emmerich hat die Wölfe herbeigerufen, um mich und meinen Bruder kalt zu machen. Wisst ihr, was ich noch glaube? Ich glaube, Emmerich und sein kleiner Wolfsfreund sollten ihr Testament machen, bevor ich ihnen das nächste Mal begegne. Und das meine ich ernst. Mehr hast du nicht zu sagen. Dieser Mistkerl, jetzt ist Donald tot. Ja, okay. In Ordnung. Das heißt, wir sind jetzt erstmal wieder in Einsamwald fertig, denke ich mal. Können zum Finsterfrost aufbrechen.
Dort werden wir mit Sicherheit auch, ja, böser Wolf ist abgeschlossen. Auch die Rosenquest erledigen. Reisestunden zum Finsterfrost. Ja. Gewiss. Also der Finsterfrost war recht groß, soweit ich es in Erinnerung hatte. Und hier gibt es Wie Trolle. kann ich helfen? Dein Befehl? Schützen! Auf in den Sie Sitz! Könnte euch gnädig sein. Einverstanden. So, der Trolltöter kann zum Glück Trolle töten. Also ziemlich leicht töten. Und Trolle scheinen uns auch kaum noch Schaden zu machen. Oben lang oder unten? Gehen wir erstmal oben lang. Oh, er hat euch eingeladen. Auf in den Sieg! Euer Leben ist verwirrt! Ich höre. So soll es geschehen. Euer Ende ist nah. Lass uns eine Weile ja. Sag, was du von mir willst. Vorwärts zum Sieg! Das ist doch Goblin leicht. Wie kann ich helfen? Okay. Es soll geschehen. Also sowohl oben als auch unten lang hätte an dieselbe Stelle geführt. Und das war wohl ein Hinterhalt von Frostsalamandern. Dieser behelfsmäßige Unterschied scheint aus Teilen auseinandergenommener Schlitten gebaut zu sein, die mit Seilen und Lederstriemen zusammengehalten werden. Oh! Flammendes Öl. Falsch. Für den Fall, dass es noch mehr Trolle hier gibt, hä? Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Euer Ende ist nah! Gut, Salamander gibt es hier recht viele. Jawohl! Warum auch immer hier einfach ein Schild rumliegt. Tiernons zerbrochenes Schild. Dieser verzauberte Schild sieht aus, als sei er von einem Riesen eingeschlagen worden. Obwohl man ihm zugutehalten muss, dass er intakt geblieben ist und sogar einige seiner magischen Schutzkräfte bewahren konnte. Seine Oberfläche trägt das Kennzeichen seines Herstellers, Tierons, sowie das Symbol eines verbeulten Helms. Wenn es auch nicht leicht zu sagen ist, ob der Helm zerbeult aussehen sollte oder ob die Faust des Riesen das Symbol verfälscht hat. Rüstungsklassenbonus 2 gegen alle physischen Angriffe außer Schaden durch Wucht. Besonderheit, plus 3% Resistenz gegen Stich und Klinge. Dein Befehl. Netterschild. Also ja, wir müssen uns hier durch viele Frostsalamander kämpfen, so wie das klingt. Es gibt sogar Risse an manchen Stellen. Oh, Tag.
Ärger, ich kann auch wieder zurückwechseln. Gegen solche Gegner bringt der Trolltöter ja nicht so viel. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Ich mach mir meinen Bart in deinem Blut. Immer wird kein Problem. Weg vorwärts. Oh, ach du meine Güte. Kann ich helfen? Ja, du kannst da, wenn wir schon so nett sind, einfach einen Todesfall reinwerfen. Das macht mir nichts aus. Dein Befehl. Für meine Sterne an die Klinge. So. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Wie lautet deine Aufgabe? Handlungsfreiheit? Wieso hast du nur eine Handlungsfreiheit gerade? Was ist eigentlich mit deinen Zaubern und so los? Frage ich mich gerade. So, jetzt hast du wieder da die 9. Ja, Handlungsfreiheit. Oder hätten wir. Achso, wir hätten noch rasten müssen. Und du hast keine frische Luft. Oder wem habe ich frische Luft gegeben? Das ist Mordenkais Klinge. Wort der Macht Stille. Beherrschung. Nee. Ja. Vorwärts! Ich bin hier erledigt! Sag was in Ordnung! So, jetzt ist das vorbei. Da ist noch ein Wolf. Mögen die Götter euch gnädig sein! Ist etwas nicht in Ordnung? Ein bisschen Heilung, wenn nicht schlecht. Vita! Wie kann ich Mortis helfen? Nee, das ist Notfallheilung. Kann ich helfen? Vita, Mortis, Kaya. Brauchst du mich? Vita, Mortis, Kaya. Wie lautet deine Aufgabe? Vita, Mortis, Kaya. Ist etwas nicht in Ordnung? Vita, Mortis, Kaya. Scharfsinn ist wohl nicht deine Stärke. Vita, Mortis, dein Befehl. So. Gewiss. Der Riese sieht aber eher so aus, als ob er schon längst tot wäre. Wo muss ich jetzt lang? Ach, ich hätte gar nicht hier unten lang müssen. Aber hey. Also der Riese sieht nicht aus wie ein Gegner. Objekt, sondern als ob er im Gelände stecken würde. Tut er auch übrigens, wenn man auf die Map guckt. Okay, sie kommen aus allen ich Richtungen. Diesen Teil aussparen, sollte ich also, über unsere Arme. Ja, doch, ich höre dich, okay? Ja. Ja. Was ist los?